Und am Ende aller Tage wird das erste Zeichen am Himmel erscheinen. Gerechtigkeit wird über die Welt der Sterblichen kommen. Die Heere von Licht und Schatten werden sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit. Alles in Ordnung, mein Kind? Es war nichts, Onkel. Nur ein böser Traum. Wir sollten nach Hause gehen. Aber es gibt noch viel zu tun. Wenn diese Übersetzungen stimmen, könnten die Mächte der Hölle schon aufgebrochen sein. Die Welt muss vor der Finsternis gewarnt werden. Du glaubst mir doch, oder, Lea? Es hat begonnen. Lass das, Onkel. Es ist unwichtig. Götter sind in allem. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich. Und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, bin ich ihre Faust. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Sie haben mich an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Tristram von den wandelnden Toten befreien, die nach dem Feuer kamen. Gude. Ja. Hier bin ich nun in einem Let's Play zu Diablo 3. Ich kann Angst und Tod riechen. Der gefallene Stern ist nahe. Der gefallene Stern. Wir sind hier bei Diablo 3. Wer die Teile alle gespielt hat, weiß genau, oder wer ihn gerade spielt, weiß jetzt, auch durch dieses Shit hier, dass wir jetzt in Neu-Tristram sind. Und ich spiele das Ganze allein. Mein einzelnes Projekt mal starte ich. Und ja, wollte gerne den Mönch spielen, weil ich den Mönch eigentlich ziemlich cool finde. Ich fand den Paladin im zweiten Teil schon ziemlich cool. Und der Mönch ähnelt dem Paladin halt ziemlich. Und das fand ich halt dann doch ganz spannend, muss ich sagen. Und deswegen habe ich den mal genommen. Also, gehen wir nach Neu-Tristram. Besiegen wir hier diese Auferstandene.
ist ja doch ganz cool. Ist ja nicht so schwer anscheinend bisher. Man muss sagen, vorab, ich habe schon Diablo 3 gespielt mit fast allen Charakteren ein bisschen, aber noch nicht durch. Und der Mönch ist mein absoluter Favorit. Und muss auch wirklich sagen, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und bin da echt voll in den verliebt. Also hört sich jetzt zwar komisch an, aber es ist so. Und ich würde es halt euch gern einfach mal zeigen. Und ich würde sagen, wir spielen das einfach zusammen durch mit dem Mönch. Und ich versuche mit meinem Parallel vielleicht nochmal ein bisschen vorzuspielen, dass ich auch noch ein bisschen Vorahnung habe. Oder wir spielen einfach zusammen mit dem durch. Wir werden sehen. Der gefallene Stern hat das Gleichgewicht dieses Landes gestört. Ich suche nach ihm. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende. Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Auf geht's. Jetzt kriegt ihr alle aufs Maul. So, was seid ihr denn? Bumsklumpen. Öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ja, ich bin... findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Ah, danke. Bin ja auch ein Mensch. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Man muss sagen, zu dem Spiel, es gibt ja unglaublich viele Erfolge. Es hat ja so ein Erfolgssystem wie, wer ist von euch... Takarum ist in Ungnade gefallen. Welcher Glaube kann uns jetzt noch retten? Es ist das Ende der Welt. Seht ihr das nicht? Ja doch, sehen wir. Stehen ja alle auf. Erfolg wie wer von euch WoW gespielt hat, auch Erfolge ja gab mit irgendeinem Patch oder irgendeinem Add-on, ich weiß es aber nicht mehr. Und hat halt, klar, es ist Blizzard und unglaublich krass einfach nur. Aber es ist ein cooles Spiel, auf jeden Fall, das muss man sagen. Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer, um in der alten Kathedrale nach Schätzen zu suchen. Es wurden so viele, dass man, um sie beherbergen zu können, Neu-Tristram gründete. Heute wird die Stadt nur noch von wenigen Reisenden besucht und hauptsächlich von Handwerkern und Bauern bewohnt. Ist ja auch nichts mehr Interessantes hier, ne? Also ist ja so gut wie alles fast tot hier. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Yeah! Die Götter gewähren mir ihre Gunst. Wow, und schon aufgestiegen. Unglaublich. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Oh, gleich eine neue Fertigkeit, das finde ich cool. Also im Übrigen, ich finde es ziemlich cool, dass man hier gleich sieht, rechte und linke, linke und rechte Maustaste ist zu benutzen und dann 1, 2, 3 sind die neuen Fertigkeiten, so wie jetzt hier. Ist eigentlich ziemlich geil, was haben wir denn hier? Fegende Tritt, entfesselt einen tödlichen Rund und einen Roundhouse-Tritt. der einen Gegnergruppe zurückstößt und 200% Waffenschaden macht. Ah, das hört sich super an. Was kann das hier? Das kann gar nichts. Nahkampfangriff. Nehmen wir noch das. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Eure Stadt wird wieder sicher sein. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Okay, aber ich habe gemerkt, man findet hier immer wieder so coole Bücher, wenn man auch mal hier in die Gemächer von Lea geht. Zum Beispiel ihr Buch. Wie ihr seht, zack, und dann ist hier Teil 1, Tagebuch von Lea. Seit 6 Tagen werden wir nun schon belagert. Onkel Deckard wird weiterhin vermisst. Hauptmann Rumford und die anderen verlieren die Hoffnung. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber wenn nicht bald Hilfe eintrifft... 16 Milizsoldaten sind ausgerückt. Oh, Cains Haus ist auch auf. Das ist ja cool. Ich glaube, hier ist auch noch ein Buch. Ja, super. Also ich höre mir diese Geschichte echt gerne. Wir sind endlich bei Tristrams alter Kathedrale angekommen. Hier begann Diablo, Herr des Schreckens,
die Menschheit erneut zu verderben. Hier finde ich vielleicht endlich die Antworten, die ich suche. Lea sorgt sich um meine Sicherheit, aber ich glaube, dass ich hier Informationen finden kann, die für den Sieg über die letzten Herrscher der brennenden Höllen unerlässlich sind. Wie ihr seht, habe ich auch ganz schön viel Kohle. Und das kommt halt nur durch meine ganzen anderen Charaktere, die ich noch habe. Für den Anfang ist es echt viel. Und sehr ungewöhnlich vor allem. Aber gut. Ich werde euch dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Das wird nicht mein Schicksal sein. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwürgen. Sie greifen die Barrikaden an! Jawohl, jetzt können wir unseren neuen Tritt einsetzen. Wow. Yeah. Ah, jetzt hat's funktioniert. Ich sehe auch gerade, meine Latenz ist gerade nicht so die beste. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Im Moment ist nichts los. Ich, Deckard Kane, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und würgen sie wieder als lebende Tote hervor. Also man erfährt immer Bestarium oder wie das heißt, ich kann mal gerade gucken, Tagebuch, und dann gibt es so eine Liste und dann ist hier Bestarium, genau. Und dann kann man sich hier immer die ganzen Sachen anhören, die man aufgesammelt hat oder dieses neue Wissen, wenn so Mütter kommen oder irgendwelche, ich glaube da kommen jetzt noch ein paar, das ist dann immer echt interessant, man kann die sich auch im Nachhinein immer anhören. Das geht ganz schnell ab, die Attacke hier. What? Ah, der Tritt hat Sinn. Zum Beispiel hier. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlurfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Das hört sich ja so an wie im ersten Teil. Ich weiß nicht, wer von euch den ersten Teil gespielt hat. Aber der war auch schon ziemlich cool und er kam meines Wissens auch nur auf Englisch raus. Was ich aber gar nicht so schlimm fand, weil es hat die Story nochmal einfach interessanter gemacht. Zu meiner Zeit war das noch ziemlich krass, weil ich da noch nicht so in Englisch drin war und es auch ziemlich schwer für mich war und ich mir dann vieles selbst erarbeiten musste. Aber es war echt geil. Also den ersten Teil schon geliebt und ich muss auch sagen, was mir hier auch gut gefällt, es wird immer noch viel aus dem ersten erzählt. Also das ist praktisch diese Vorgeschichte, wird immer mal wiedergegeben und das finde ich echt gut, weil viele, ich weiß nicht, also ich kenne einige persönlich, die nie den ersten Teil gespielt haben, aber annähernd wissen haben, worum es im ersten Teil denn schon ging. Klar, Diablo, so wie der Teil auch hieß im ersten, war natürlich der Endboss überhaupt. Und es gab auch, bevor Diablo 3 rauskam und auch dann, als es rauskam, immer vermehrt ganz coole Videos. Also ich glaube, ich werde dazu auch einen Link mal in das erste Let's Play schieben. Weil ich fand, das Video, das habe ich mir vorher angeguckt, weil ich das erste gar nicht mehr im Kopf hatte und ich hatte keinen Nerv nochmal, das durchzuspielen, was ich gerne gemacht hätte, aber es dann doch gelassen habe. Und muss sagen, es war ein echt gutes Video. Ich glaube, werde ich weiter empfehlen, auf jeden Fall. Das werde ich mit reinsetzen. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen, wenn ihr die anderen Teile nicht gespielt habt und jetzt nicht so die Ahnung habt von Diablo 3 oder einfach euer Wissen nochmal auffrischen wollt, guckt euch das an. Also ist echt cool. So, jetzt habe ich hier wieder ein Wissen. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Und das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt.
Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Das hört sich so an, als wäre er echt der Oberguru. Und wüsste, dass ein Schuh natürlich der größte Feind des Stachelscheusereils ist, weil er den Geruch von Käsefüßen nicht aushalten kann und sofort verschwindet. Aber na gut, hätte man ja auch jeder andere mit dem Schuh wahrscheinlich agiert. Oder vielleicht halten sich die auch welche zu Hause. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, es ist halt doch ein richtig cooles Spiel. Also es macht mir immer wieder Spaß, es zu spielen. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die anderen Charaktere anzufangen. Wobei ich sagen muss, dass der Zauberer, ich glaube es war der Zauberer, der war ziemlich ätzend, muss ich sagen. Also es war echt schwer, den hochzuspielen. Es war sehr, sehr frustig. Man ist oft gestorben, man ist oft weggerannt. Und letztendlich eine Zeit lang hatte ich dann gar keine Lust. Und wir haben ja eine neue Fähigkeit, habe ich gesehen. Huch, was haben wir denn hier? Tödliche Reichweite, 6 Geisteskraft. Erzeugt Linien aus reiner Kraft mit kurzer Reichweite und verursacht 110% Schaden, Waffenschaden. Jeder dritte Angriff wird ein Reich von 25 Metern. Nehmen wir mal, ist das besser? Boah, ist fast gleich, aber wir probieren es mal aus. Und ja, noch nicht so weit. Also das war echt ein bisschen lästig, muss ich sagen. So wie hier ist niemand. Ach, der kommt wahrscheinlich hier gleich aus den Löchern, wa? Hier diese erhobenen Dinger da, seht ihr die auch? Also ich sehe sie zumindest. Ja, wie? War ja klar. Bam. Ja, ja, leerer Ausrüstungsplatz. Wer sich fragt, wer das jetzt angefangen hat zu spielen und sich fragt, woher hat er diese coolen Prozentsätze? Ganz einfach, kurz Tutorial, und zwar geht ihr auf, ich glaube Option war es, genau. Und dann meine ich Gameplay. Und dann müsst ihr euch den Wahlmodus anzeigen lassen. Aktiviert die Möglichkeit, die Fertigkeit und Gegenstandplatzierung und auf der Aktionszeit vollständig anzupassen. Und einmal noch... Ich glaube... Oder war das doch hier? Oh, Tutorial anzeigen. Kritischer Schaden an... Schadenzahl anzeigen. Doch, ich glaube das auch noch. Dann habt ihr diese, ach nee, er wollte Tooltips anzeigen, genau. Fertigkeits-Tooltips, das ist es. Das, also die beiden, Wahlmodus und Erwärtigungs-Tooltips, ist ganz cool, weil wer der Wahlmodus, da kann man später, wenn man natürlich hier mehr Plätze frei hat, oder zum Beispiel jetzt, könnte ich zum Beispiel Tritt auf die linke Maustaste und Schlag auf die rechte setzen oder irgendeinen anderen Kram. Also man kann da total viel rumprobieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich die 1 schon frei hätte, immer den Tritt schon 1 auf der 1 machen. Also das heißt, ich müsste die ganze Zeit die 1 drücken, wäre zwar ziemlich bekloppt, aber es würde auch gehen. Also nur so als Tipp. Ich meine, jeder das geben, das seine. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Weiß man vorher nicht, finde ich ein bisschen schade, dass es irgendwie nicht vorher freigegeben wird, beziehungsweise einem bewusst gemacht wird, weil es nimmt einem doch viel Arbeit ab. Man sieht jetzt auch den Schaden richtig vorher. Sieht man das? Sie haben angefangen, uns zu fressen, während wir schliefen. Sie sind überall. Lauft, rettet euer Leben. Na, da sind sie. Ich will euch das nämlich gleich mal demonstrieren, wie das dann aussieht. Und zwar, wenn ich dieses jetzt einmal ausschalte, erweiterte Tooltip war es. Wahlmodus kann ich euch später zeigen, wenn ich dann nochmal hier einen Slot frei habe. Also jetzt zum Beispiel sieht man gar nicht, was das hier für einen Angriff macht. Kein Stück, ob es irgendeinen Schaden macht oder so. Also ich nur fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern in Reihen Schaden zu. Denkt man sich, ja super. Und ist das jetzt effektiv oder nicht? Also das finde ich echt schade. Also es war ein bisschen blöd, aber lässt sich ja hier beheben. Man drückt einfach auch mal weiter den Tooltip anzeigen. Dann wieder zurück zum Spiel und zack, schon stehen die Prozente da. Was echt eine Menge Arbeit abnimmt. Und man gut planen kann dadurch und man einen besseren Überblick darüber verschafft. Weil Leute, die das jetzt noch nie gespielt haben oder echt Probleme hatten, so wie ich am Anfang, weil ich echt nicht wusste, oh, es ist gut, ich fand alles natürlich geil, weil, oh yeah, neue Fähigkeit,
Und dann merkt man auf einmal, irgendwie hast du das Gefühl, du hast doch mehr Schaden gemacht vorher. Und dann war es auch echt so. Und musste dann echt feststellen, krass, es geht ja einen ziemlich auf die Nüsse, wenn du das nicht weißt. Und das war dann leider auch so. Aber es lässt sich ja beheben. Von daher, Tipp von mir, mach das. Auf jeden Fall. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Was müssen wir eigentlich noch machen? Ach, hier steht's ja. Scheußliche Mütter töten und die scheußliche Königin. Die elenden Kreaturen sind vernichtet. Die Stadt sollte nun erst einmal sicher sein. Königin muss ich jetzt noch. Die Mutter habe ich jetzt. Die Mütter habe ich jetzt schon. Jetzt muss ich nur noch die Königin. Oh, da kommt was hoch. Hallo. Was? Dich nicht mit mir an. Er erinnert mich irgendwie so an Chuck Norris ein bisschen. Auch der Roundhouse-Kick, wie er beschrieben ist, den ich jetzt habe. Was? Der hat schon in sich. Oh, gleich eine Stofftunika. Ups, mal gleich gucken, was wir haben. Oh, ja. Ah, oh, sieht schon cool aus mit seinem Cape da. Ich habe auch gehört, es soll, also in Leveln oder je nachdem, die werden ja immer neu erstellt. Also es sind ja nie die gleichen Level, sind nie identisch. Das war auch im zweiten Teil so. Im ersten weiß ich das gar nicht mehr, ob das wirklich so war. Also vom zweiten kann ich noch von reden, weil ich noch vor kurzem mit Schrecki, ja okay, es ist vielleicht auch ein halbes Jahr her oder sogar ein Jahr, den zweiten im Coop-Modus gespielt haben, also zusammen Kampagne von Diablos Schatten schwebt noch immer über diesem Ort. Oh ja. Gespielt haben. Das war schon echt cool. Also ist auch zu empfehlen, wer gerne mit Freunden spielt oder seiner Freundin oder einfach Bekannten oder einfach Lust hat auf ein richtig lustiges und recht schönes Multiplayer-Spiel im Rollenspielbereich. Diablo 2, Diablo 3 sehr zu empfehlen. Wirklich. Also top. Kann man nur empfehlen. Und würde ich auch gerne jedem weiterempfehlen. Weil es ist ein Muss-Game. Jeder, der gerne zockt. Und auch generell so Spiele liebt, so rollenspielmäßig mit Quests und all dem Kram, die habt, ist ein Muss für jedermann. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich damit oder jede Geschmäcker damit getroffen wird. Es gibt auch Rollenplayer, also Rollenspielspieler, die eher dann so auf viel umfangreichere Rollenspiele steht, wie Skyrim meiner Meinung nach ziemlich umfangreich ist oder was haben wir noch? Dragon Age ist auch sehr umfangreich, nur um einiges zu nennen. Und ja, muss man sich selbst antun, sag ich mal. Also muss man für sich wirklich entscheiden, was man will. So, jetzt suchen wir mal diese Königin. Die wird ja wahrscheinlich... Ach, da ist er ja. Der rote Punkt. Auf meinem Navi. Na? Roundhouse-Kick hat er. Jawohl. So. Ja, das war's jetzt schon hier, was? Mal gucken, ob wir hier noch irgendein schickes Buch finden, weil ich meine, ich hätte schon eins gefunden mal hier. Ich glaube, das ist auch in dieser Hütte hier. Oder war es zum Beispiel? Es ist aber leider nicht immer da. Also wie gesagt, die Levels sind fast immer ganz neu. Also man startet nie im selben Level. Und das werdet ihr sicherlich auch an einer Aufnahme mal merken. Ich hoffe nie, dass es so weit kommt. Aber es könnte ja mal passieren, dass ihr eine, dass ich eine Aufnahme verkürzen muss. Oder. Und oh. Schickes Schwert gleich gefunden. Was haben wir denn da? Ja, aber ich bin jetzt nicht so der Schwertmensch, aber wir können es ja mal benutzen. Sind die immer neu? Also es ist echt wie gewürfelt. Und das macht es aber auch so interessant, weil man kann dann immer wieder neue Höhlen finden. Und immer wieder kommen zwar vielleicht mal die Champions wieder, die man vorher schon besiegt hat. Und. So. Also wir haben das jetzt erledigt und gehen zum Ramford. Danke für eure Hilfe.
Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Na klar. Also,